Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir sind in Wallonien, in unserer neuen Stadt hier, die wir erobert haben, Patagon, die ehemalige Hauptstadt des Reiches Patagon. Ich habe mich nochmal belesen. Es ist so, wenn man die Hauptstadt erobert hat, dann ist der Rest des Landes gewissermaßen in Anarchie verfallen. Da wird nichts mehr passieren. Die werden jetzt keine Truppen mehr schicken. Die Flotten sind nicht mehr aktiv. Die Sache ist gegessen. Also zumindest was Patagon betrifft. Insofern, das zweite Interessante, sie hatten ja hier Tveld als Kolonialnation und Tveld ist jetzt wieder gewissermaßen völlig frei. Also ein ganz unbeschriebenes Blatt, gibt keine Beziehung mehr. Es ist so, als ob es vorher Tveld gewissermaßen nicht gegeben hat. Also es geht nochmal von Null los und das heißt, wir können da durchaus versuchen, zumindest erstmal mit der Handelspartnerschaft da anzukommen. Zu kommen. Und wir gehen gleich mal in die vollen. Ach nee, wir müssen erstmal hier eine Handelsmission in Tveld errichten. Und dann werden wir gleich mit Subventionen arbeiten. Vielleicht kriegen wir Tveld dann auch noch auf unsere Seite. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Gelegenheit. So, das heißt, Patagon ist erstmal in Anarchie. Das sieht man durch diesen super schwarzen Schriftzug. Wir haben also jetzt nur noch Zippen als Gegner. Darauf müssen wir uns jetzt ausrichten. Allerdings müssen wir natürlich den Rest von Patagon erobern. Es kann durchaus sein, dass Ordun jetzt die Gelegenheit nutzen wird und sich hier ihren Teil vom Kuchen sichern wollen, obwohl sie nichts getan haben dafür. Das fände ich schon sehr unverschämt, wenn sie das tun. So, das waren ja hier unsere Defensivarmee, die hier wir errichten wollten. Was ist hier nochmal? Das sind die Schiffe, die repariert werden sollten. Die Yashuma ist fast repariert. Ich glaube, das zählt. Lassen wir mal durchgehen. Als repariert. Ich muss bloß jetzt mal überlegen, wo wir die Flotte jetzt hinbringen. Ich glaube, wir treffen uns erstmal alle in der Lorassa-See. Und dann wäre es, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, jetzt hier dann nach Zim zu segeln. Wobei das ein Riesenweg ist, hier unten durch bis hierhin. Das ist schon heftig. Ich weiß nicht genau, was es bringt. Man könnte natürlich auch überlegen, ob man hier oben irgendwas versucht abzuregeln. Das müssen wir uns dann mal konkret angucken. Ob die hier Häfen haben. Da ist ein Hafen. Der bringt Kohle und Gold dahin. Der Rest ist offenbar durch Züge angeschlossen. Na gut, wir könnten eine Teilflotte vielleicht hier stationieren und mit dem Rest hier in diesen Golf segeln. Das wäre ein Weg. Das heißt, wir sammeln jetzt mal alle Flotten erstmal in der Lorassa-See. So, was haben wir noch? Diese Flotte 1-1. Ich gucke mal kurz, gibt es noch weitere feindliche Flotten? Ne, das ist nur der einzige. Gut, was ist mit der? Die ist bestens in Schuss. Die segelt dort auch hin. Sehr gut. Dann haben wir hier... Das sind unsere angeschlagenen Schiffe. Genau, die wollten wir reparieren. Die gehen in den Hafen. Und dann haben wir noch die Flotte, die wir da jetzt nicht mehr brauchen. Das wird abgebrochen. Die gucken wir uns an. Tja, wollen wir da weiter segeln mit? Ich glaube, wenn wir die jetzt auch noch reparieren... Ach Gott, das dauert ewig. Nee, wir riskieren das. Mit denen werden wir auch vorangehen. Okay, dann haben wir die Flotten bewegt. Die Armeen haben wir schon hier rein bewegt. Das ist okay. Da werden die dann ein, maximal zwei Runden ausheilen und dann vielleicht sogar separat hier angreifen, damit wir so schnell wie möglich Patagon erobern. Gut, das zu diesem Flottenthema. Ja, Transport. Transport ist nichts Neues. Oh, hier, da wurde was gesteigert. Die Stahlproduktion. Das ist sehr erfreulich. Da werden wir mal weniger Eisen mitnehmen. Mehr Stahl. Und hier sind auch die Bretterproduktion. Ach, das kommt aus Patagon. Natürlich, das kommt aus Patagon. Ich glaube, auch hier reduzieren wir mal das Eisen. Wir haben so viel Eisen vorrätig. Oh, und Kohle. Oh Gott, wir können jetzt... Wow, Leute. Sehr großartig. Wir können jetzt Stahl herstellen ohne Ende. Unsere Kohle hat sich hier verdoppelt gewissermaßen. Da gucke ich jetzt nochmal genau nach, wie viel wir brauchen. Ach, hier steht es ja auch immer. Benötigt 5. Alles klar, dann reduzieren wir das wirklich aufs Minimum. Benötigt 5. Getreide benötigt 10. So, da haben wir da jetzt schon einiges freigeschaufelt. 3 würden wir noch fehlen. Ja, wir sollten... Wir nehmen jetzt mal lieber die Kohle mit. Und dann sollten wir weiter an der Transportkapazität arbeiten. Auf jeden Fall. Was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 12 Stahl hier vorrätig. Das ist gut. Wir wollten aber auch einen Ausbau machen. Und zwar
Tja, vom Sägewerk, von der Textilfabrik. Ich tendiere mal zum Sägewerk. Machen wir das jetzt. Hauen wir das raus. Vier haben wir hier. Dann werden wir auf jeden Fall hier weitermachen. So, wir brauchen auch weiter Meister. Aber wir haben. Der arbeitet. Ich glaube, das reicht noch nicht mal, ne? Doch, das reicht. Sehr gut. Dann werden wir uns wieder eingenehmigen. Wir haben nicht mehr zur Verfügung. Wollen wir jetzt noch weiter die Armee ausbauen? Ja, doch, ne? Das geht nicht mehr. Wir nehmen noch einen weiteren Infanteristen. Geht nicht. Warum nicht? Ach so, weil wir jetzt wieder nichts verfügbar haben. Kommt, dann arbeitet mal hier weniger. So. Gut, die Sache wäre geklärt. Dann, was machen wir mit dem? Ne, geht auch nicht. Okay, dann haben wir alles hier soweit. Dann müssen wir mal schauen, was wir verkaufen können. Dreimal Werkzeuge, dreimal Kleidung. Das machen wir auch. Und Kohle kaufen wir ja trotzdem noch immer ein. Ja, so kann es weitergehen. Mehr ist, glaube ich, nicht zu tun jetzt. Dann beenden wir erstmal den Zug. Wollen wir mal schauen, ob das so gut geht. Wir kaufen weiter Kohle aus Sindel. Sehr gut. Ja. Endlich wieder einen ordentlichen Gewinn. Eisen waren super verkauft, 5000. So soll es sein. Wir haben Militärunterhalt 1700. Das kann man im Hinterkopf behalten. Und da kommt ja noch unsere Subvention mit jeweils 1000. Also 3700 laufende Kosten. Das müssen wir eigentlich immer reinkriegen wieder. So, die Handelsmission Entfeld ist eröffnet. Das ist gut. Das werden wir dann gleich mal flankieren durch Subventionen. 25%. Wir können uns direkt mal Twelt auch nochmal angucken. Hier unten ist es. Oh ja, sehr schön. Viel Gebirge, schöner Wald. Twelt könnte mir gefallen. Prima. Dann werden wir als nächstes die Flotten steuern. Wo ist der Gegner? Der ist nicht mehr zu sehen. Jetzt sind wir alle versammelt hier mit vier Linienschiffen und drei Kaperschiffen. Und jetzt ist die Frage, wie wir das aufteilen. Tja, reicht vielleicht ein Linienschiff und ein Kaperschiff in der Essexsee und mit dem Rest segeln wir hier zur Hauptstadt? Wie ist das denn hier so der Zustand? Auf jeden Fall, ja, versuchen wir das mal. Wir nehmen ein voll intaktes Linienschiff, ein voll intaktes Kaperschiff. Und mit den beiden werden wir versuchen, hier hinzukommen. Und mit dem Rest der Flotte 3-2 segeln wir jetzt hier in Richtung Golf von Haverscraw oder wie das auch immer heißen mag. Also hier runter. Gut, prima. Du bist fast da angekommen, wo du hinkommen willst, hinkommen sollst. Wie machen wir jetzt hier weiter? Das bringt nichts. Ist hier irgendwas angeschlossen bald, was uns was bringt? Ja, wahrscheinlich werden wir, aber vermutlich werde ich hier den Bahnhof hinbauen, wegen der Wolle. Das ist mir dann doch wichtiger. Also hier brauchen wir nichts tun. Oder können wir das alles noch in Level 2 ausbauen? Nee, das geht bei denen nicht. Hier ist noch ein Bahnhof. Da können wir noch was machen. Sehr gut. Gut, der Soldat verteidigt. Wie seht ihr aus? Ihr seid jetzt hier in Patizia angekommen. Hier hat sich vermutlich noch nicht viel getan. Deswegen bleibt erstmal hier Stellung beziehen. Ihr auch. Ihr solltet ja repariert werden. Alles gut soweit. So, wir haben hier die Kapazität ausgebaut. Wofür nutzen wir die? Wir nutzen sie, um jetzt wieder. Also 16 sollten wir hier transportieren können. Das muss drin sein. Was haben wir? Wir haben 8 mal Stahl.
Dafür bauen wir jetzt 4 aus. Wir müssen fortbilden. Ein mindestens. Ja, vielleicht sogar 2 eigentlich. Und dann brauchen wir eigentlich auch wieder 2. Aber irgendwas produzieren wir hier zu wenig. Ja, wir verkaufen zu viel. Oder was ist das? Wir haben 18 Bretter. Das, wir können eigentlich hier mal ein bisschen reduzieren. Und dafür mehr hier produzieren. Wir brauchen das Geld. So, haben wir das Kapitol schon gewürdigt, das neue? Die Statue, ich weiß gar nicht, die steht doch schon länger. Ach, das ist die neue Statue. Ah, cool. Ja, es wird immer hübscher in unserer Hauptstadt, das muss man schon sagen. Haben wir irgendwo hier Mangel? Nee, das sieht alles gut aus. Dann gibt es hier nichts mehr zu tun, außer die Verkäufe hier einrichten. 3,1. Kohle 13 ist eigentlich ganz gut dabei. Naja, wir handeln trotzdem weiter und beenden den Zug. Zim wimmert um Frieden. Dies wird dazu führen, dass wir Allianzen brechen. Das lehnen wir erneut ab. So. Kohle kaufen wir von Katai von Tveld. Sehr schön. Viel eingekauft, ein bisschen was verdient. Die 2000 und die gehen sofort wieder drauf für die Subvention, glaube ich. So, Lorassasee, Dunlapsee sind Feindflotten. Das müssen wir uns angucken. Ach, das ist natürlich doof jetzt. Da sind jetzt Feindflotten in der Dunlapsee. Wie sind die denn da bitte hingekommen? Hm. Und auch in der Lorassasee. Und dabei haben wir doch jetzt hier... Ja, dann kann man nur hoffen, dass diese Flotte hier mal bald repariert wird. Weil ansonsten... Tja, können wir uns jetzt unser Heimatgewässer nicht verteidigen. Aber ich will jetzt die Offensive hier nicht abbrechen. Wir werden weiterfahren. Wir sind nämlich bald da. Wir werden hier weiterfahren und wir werden... Ja gut, das hier oben, das ist vielleicht nicht so entscheidend. Da könnte man auch zurückkehren in die Lorassasee. Vielleicht machen wir das. Das ist unsere Rückversicherung gewissermaßen. So, hier wird jetzt der... Achso, nee. Ich wollte hier eigentlich einen Bahnhof bauen. Auswahl eines Bauauftrags. Kann ich hier keinen Bahnhof bauen? Warum nicht? Irgendwas stimmt hier nicht. Kann nicht bauen. Verstehe ich nicht ganz. Wir bauen mal Gleise in die Stadt rein. Keine Ahnung, was das jetzt bedeuten soll. So, der Bergmann ist hier unten fertig geworden. Die Frage ist, wollen wir das hier auch gleich weiterentwickeln? Ach, wir könnten das kaufen, ne? Dann machen wir da noch Gewinne, wenn das verkauft wird, auch wenn wir es selber nicht kaufen. Das ist durchaus praktisch. Das heißt, wir aktivieren mal unseren Kapitalisten. So, mein Freund. Ne, zurücknehmen. Jetzt bist du aktiv und jetzt gehen wir mit dir mal hier runter und kaufen dieses Feld. 2540. Puh, lohnt sich das? Ganz schön viel Geld auch jetzt für uns. Wir machen es trotzdem. So, und jetzt müssen wir leider eine Runde warten. Nächste Einheit. Ne, erledigt. Okay, mehr ist hier jetzt nicht zu tun. Dann gucken wir hier rein. Wir können... Wieso benötigen wir mehr als 16 Holz? Ach so, weil wir das ausgebaut haben. Ja, aber wir gehen hier erstmal auf die 16. Gut. Die Holzfabrik ist jetzt auch richtig gut am Laufen. Arbeitskräfte, Arbeitskräfte, Arbeitskräfte. Heißt die Devise. Eine weitere Schwere würde ich gerne haben. Und weitere Leute. 2 an der Zahl. So, was haben wir hier? 6. Dann gehen wir hier mit 2 weiter, denke ich. Und... Ne, hier können wir nicht weiterbauen. Wie viel Kohle haben wir jetzt? 26 Kohle, okay. Wir könnten mehr Stahl bauen. Oder wir müssten mal die Metallwerke ausbauen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Können wir das? Das können wir. Das machen wir auch. Und dann bauen wir jetzt erstmal mehr Stühle. Das ist, glaube ich, das Beste, was wir tun können. Ja. Ressourcenmäßig sieht es sonst ganz gut aus. Aha, wir benötigen schon mal mehr Getreide. Das können wir noch verändern. Gut. Also den Ausbau der Felder und sowas alles, das ist überhaupt nicht nötig. Wir kriegen so viel. Da brauchen wir uns nicht beklagen. Die Technologie, auf die können wir im Moment gut verzichten. So, 4200. Wir müssen aber gut verkaufen. Ja, wir haben zu wenig Produkte zum Verkaufen. Wir müssen... Aber jetzt haben wir, glaube ich, aufgestockt. Jetzt hatten wir aufgestockt. 4. Also die 4, hoffe ich, kriegen wir auch an den Mann. Ich meine, wir können auch mal anfangen, irgendwas anderes zu verkaufen. Zum Beispiel Stoffe oder so. Vielleicht so im kleineren Maßstab. 3 oder so. Versuchen wir mal, was da noch bei rauskommt. Okay, Börse erledigt. Diplomatie. Wir gucken mal ganz kurz, wie jetzt die Stimmung hier in Twelt ist. Uns gegenüber hat sich noch nichts getan. Aber wir sind schon mal bevorzugter Handelspartner. Oh, schaut mal. Katai und Zim sind schon beieinander. Eieiei. Da müssen wir Zim vorher erledigen. So, Zug beenden. Was? Feindlicher Flotte von überwältigender Stärke bedroht unsere Hauptstadt. Ach so, ja, der Dummlapsee. Ja, aber da hoffe ich doch hier auf unseren Partner hier. Die könnten natürlich... Aber wir kommen jetzt nicht weiter als dort und mit den Schiffen will ich noch nicht rausfahren. Die sind mir noch zu angeschlagen. Jetzt müssen wir einfach mal dulden, ne? Ich glaube ja nicht, dass die so viel drauf haben, aber ich hoffe, ich täusche mich nicht. Wir kaufen erstmal Kohle. Boah, ist ganz schön viel Kohle, was wir jetzt kaufen können, aber wir machen es trotzdem, brauchen wir auch für Schiffe. Es gibt tatsächlich hier eine Seeschlacht. Wow. Aber zwischen Orduno und Zim. Okay. Leider sehen wir nicht, wie es ausgegangen ist. Mehr ist nicht passiert, also nichts hier mit unserer Hauptstadt. Das haben sie sich nicht getraut. Wusste ich doch. Wir haben wieder ein bisschen Gewinn gemacht. 4000, ja, das ist genau so viel, wie wir brauchen für die Subventionen. Und von dem Stoff haben wir nichts verkauft. So, Artillerie ist im Dienst. Seeschlacht. Neue Statue geplant. Du hast gekauft, du gehst damit wieder zurück zu uns, zur Hauptstadt. Das ist ganz schön teuer. So. Ich kann hier nichts bauen. Oder ist das hier schon angeschlossen? Ist Idolon schon angeschlossen? Könnte das sein? Ich weiß es nicht. Durch diesen alten Hafen? Möglicherweise ist das so. Ich frage mich, warum ich sonst jetzt hier keinen Bahnhof bauen kann. Oder kann ich den nicht in einem tiefen Wald machen? Nee, er sagt nur, nicht auf Hügeln, Bergen oder und Sumpf oder was ist das? Das soll wahrscheinlich der Sumpf darstellen. Aber im Wald müsste ich doch einen Bahnhof bauen können. Habe ich doch hier auch die ganze Zeit gemacht. Beziehungsweise auch hier. Also das ist ein bisschen unklar. Weil wir es nicht genau wissen, bauen wir einfach hier mal weiter in Richtung Boonton. Die Profis unter euch können das ja mal verraten. Wir erschließen damit jetzt hier diese Mine und bleiben hier weiter defensiv. So, genau, unsere Flotten müssen wir bewegen. Und jetzt sind wir gleich bei ihnen vor der Haustür. Hervorragend. Wo sind sie jetzt hin? Na gut, wir kehren wieder um. Das war ja nur so eine Notaktion. Wir verfolgen den ursprünglichen Plan. Und das Gute ist ja, unsere zwei Linienschiffe, die wir hier noch liegen haben, die sind ja bald ausgeheilt. Das sollte uns Sicherheit geben. Das ist, denke ich, in Ordnung. So, jetzt können wir aber auch mal zu unserer Armee gucken, wie es der geht. Ja, da kann man eigentlich fast schon mal einen Angriff starten. Na, die Artillerie ist ja eigentlich wichtig für diese Aktion. Vielleicht warten wir doch noch eine Runde. Weiß nicht recht.
Ja, warten wir noch runter und dann gehen wir wirklich doppelgleisig vor. Dann ist die Artillerie ausgeheilt und dann können wir jeweils zwei Artillerie hier und zwei Artillerie dort und dann geht das gut voran. Noch scheint ja hier unsere verbündete Ordune hier nicht zugreifen zu wollen, warum auch immer. Da ist er sehr zurückhaltend. Okay, liebe Leute, das andere, das Feintuning für diese Runde machen wir dann das nächste Mal zum Abschluss der Staffel, denn wir sind ans Ende angekommen. Schauen wir nochmal hier auf den Status, wie sich das jetzt verändert hat in den letzten Folgen. Also, wir sind tatsächlich hier ein Stück nach vorne gerutscht bei der Prognose für das Gouverneurskonzil. In Politik verteidigen wir unsere starke Position. Außenpolitisch sind wir tatsächlich aufgerückt. Wir waren weiter unten. Eine Nation, die ganz oben lag, die ist ausgeschieden. Ja. So, militärisch. Oh, sind wir Vorletzter. Echt. Wir müssen echt viel mehr noch tun. Unglaublich. Ich habe echt das Gefühl, wir haben so eine große Armee, aber es scheint nicht so zu sein. Handelsmarine ist immer noch super. Überseeexporte, ja, sind okay, könnten aber auch mehr sein. Also zumindest habe ich das Gefühl. Industrie ist fantastisch, Arbeitskräfte dementsprechend auch. Die Überseeprofite beginnen zu laufen und das Transportwesen ist bestens. Ja, so ist der Zwischenstand. Also nach wie vor Armeeausbau und mehr verkaufen. Das ist so ein bisschen eigentlich das Thema der nächsten Zeit. Und natürlich hier diese Eroberung hier abschließen. Stück für Stück. Und dann, ach Mensch, ja, dann können wir natürlich auch. Ah, ich sehe gerade übrigens, ich hätte doch die Frage gestellt, ob Patagon durch den Hafen angeschlossen ist. Und das ist so, weil dieses Fähnchen zeigt auf grün und das heißt, das ist angeschlossen. Und damit erhalten wir hier diese ganzen Waren über Patagon. Und das bedeutet eigentlich, dass dann auch dieser Hafen funktionieren müsste. Insofern brauchen wir Idolon gar nicht anschließen. Ja. Dann hat sie, es war, diese Bahnstrecke war ein bisschen unsinnig. Na gut, so ist das eben manchmal. Wieder was gelernt. Okay, ich freue mich auf jeden Fall auf die Fortsetzung. Es bleibt mit Sicherheit spannend. Es gibt, glaube ich, gerade Nationen, die jetzt hier nicht diesen aufreibenden Krieg führen mussten, die, glaube ich, uns ganz schön zusetzen könnten. Insofern ist die Sache noch keineswegs irgendwie geritzt. Nicht mal ansatzweise, würde ich mal sagen. Also, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinballen.